Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einer Spezialausgabe der MGT News. Heute ganz, ganz viel Transfer-Talk und noch ein weiteres Thema. Und zwar ist Chaik Tioté, ehemals Newcastle United, verstorben. Zunächst einmal besten Dank für euren Support auf der letzten Episode. Ich freue mich extrem darüber, dass die neue News-Serie so gut bei euch ankommt. Auch, dass ich mit OneFootball so einen kleinen Deal am Laufen habe, beziehungsweise, dass die Werbung von denen vor dem Video läuft, ist bei euch gut aufgenommen worden oder von euch gut aufgenommen worden. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, die heutige Episode gefällt euch auch wieder. Bleibt so aktiv in den Kommentaren und gerade heute ist es sehr wichtig, dass ihr aktiv seid, denn es geht um Transfers. Und da werden wir natürlich vor allem auch auf eure Vereine eingehen, beziehungsweise würde ich in den nächsten Wochen immer ganz gerne auf eure Vereine eingehen. Wie genau ich das meine, kriegen wir später erklärt. Zunächst einmal sehr tragische Nachricht. Und zwar ist der ehemalige Newcastle United-Profi Chaik Tioté, ehemaliger ivorischer Nationalspieler im Alter von 30 Jahren, beim Training seines Vereins in China zusammengebrochen und später verstorben. Bevor Tioté zu Newcastle gewechselt war, hatte er bei Roda Kerkrade, RSC Anderlecht und Twente Enschede, also in Belgien und in den Niederlanden, gespielt und war vor allem als absoluter Mittelfeldmotor und Kämpfer bekannt. Unvergessen für viele Newcastle-Fans bleibt sein Tor gegen den FC Arsenal beim größten Comeback vielleicht der Vereinsgeschichte beim 4:4 zum Ausgleich. Allerdings hat er in den letzten Jahren nicht mehr viel Spielpraxis bekommen und ist deswegen diesen Winter dann zu Beijing Enterprises in die zweite chinesische Liga gewechselt. Dort ist er nun im Training zusammengebrochen. Die genauen Hintergründe sind noch nicht bekannt. Der Verein und natürlich auch sein Manager bzw. sein Management baten darum, in dieser schweren Zeit die Familie bzw. die Privatsphäre von Chaik Tiotés Familie zu respektieren. Es wird vermutet, dass es an einem Herzfehler lag. Bereits beim Vorstellungstraining bzw. bei Medicintec, bei Galatasaray, habe ich gelesen, wurde er abgelehnt aufgrund von Herzproblemen. Anscheinend hat Beijing das nicht weiter gekümmert und im Endeffekt ist das jetzt leider Gottes die Quittung. Sehr, sehr bitter natürlich, dass gerade bei der Überwachung dieser Fußballprofis heutzutage ein so junger Fußballer in diesem Alter von uns gehen musste. Man kann nur sagen, Ruhe und Frieden Chaik Tioté, man wird ihn vermissen, sowohl in der ivorischen Nationalmannschaft, als auch natürlich überall auf der Welt die Fans der Vereine, für die er gespielt hat und allgemein Fußballfans. Es gab viele Mitleidungsbekundungen und das ist vollkommen gerechtfertigt. Ein großartiger Spieler und ein großartiger Mensch von dem, was ich gehört habe, beziehungsweise von dem, was ich lesen durfte. Es ist schade, dass er von uns gegangen ist. Aber das ist leider Gottes teilweise das Leben. Kommen wir von diesen negativen News, auch wenn es jetzt schwierig ist, eine Überleitung zu finden, zu ein bisschen positiveren Nachrichten. Und zwar kommen wir zu Transfers. Und den ersten Transfer, den gab es heute relativ früh verkündet und den hat sich in den letzten Tagen bereits angedeutet. Und zwar wechselt Bosch von Ajax Amsterdam zu, ja richtig, Borussia Dortmund. Der BVB hat also einen neuen Trainer und dementsprechend einen Nachfolger für Thomas Tuchel gefunden. Es gab ja viele Kandidaten bei Borussia Dortmund, unter anderem natürlich Topfavorit Lucien Favre, der aber nicht gekommen ist, weil er nicht die Freigabe von Nizza erhalten hat. Jetzt wird es also der ehemalige Ajax-Coach, der für eine Ablösesumme zwischen 3 und 5 Millionen, was für einen Trainer echt eine ganze Stange Geld ist, zum BVB geht. Ich bin sehr gespannt, was der 53-Jährige beim BVB bewirken kann. An sich ist es für einen Trainer fast ein optimales Umfeld, wenn er kein schwieriger Charakter ist. Tuchel war ein bisschen schwierigerer Charakter. Mal sehen, wie es mit Bosch laufen wird. Ich freue mich auf jeden Fall auf ihn in der Bundesliga. Ich finde, er hat bei Ajax sehr, sehr gute Arbeit geleistet, ist ja auch zuletzt ins Europa-League-Finale eingezogen und ich denke, der BVB hat mit dem auf jeden Fall eine gute Verpflichtung getätigt. Eine weitere gute Verpflichtung haben wir in der letzten Episode bereits thematisiert und zwar ist das Maximilian Philipp und der wechselt jetzt wohl doch nicht zu RB Leipzig, sondern kommt zum BVB. Wie gesagt, in meinen Augen ist das nicht der absolut beste Transfer für ihn, weil ich denke, dass er einfach in der Offensive des BVB keinen Platz hat im Vergleich zu den Spielern, die es halt sowieso schon da gibt. Aber gerade wegen dem bevorstehenden Transfer von Pierre-Emerick Aubameyang und der eventuellen Verpflichtung von Alexandre Lacazette oder vielleicht sogar Romelu Lukaku, kann man sagen, dass er als Backup bzw. als flexibler Offensivspieler auf jeden Fall den nächsten Karriereschritt tätigt. Die Ablösesumme ist auf jeden Fall heftig. 20 Millionen ist die Ausstiegsklausel von Philipp und angeblich hat der BVB diese gezogen. Das wäre auf jeden Fall eine ganze Stange Geld. Die Frage ist, kann er sich beim BVB genauso durchsetzen wie bei Freiburg zuletzt gerade in der abgelaufenen Saison? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin sehr interessiert daran, was ihr dazu denkt. Für Freiburg wird es damit nächste Saison definitiv schwierig, an die Leistung aus der Vorsaison anzuknüpfen. Für einen weiteren Verein wird es schwierig, aus diesem Leistungsloch rauszukommen, in dem sie sich in der letzten Saison befanden. Und zwar für den FC Schalke 04. Nachdem zuletzt Gerüchte ja quasi kursiert sind, dass Max Meyer den Verein verlassen möchte und zwar entweder nach seinem Vertragsablauf 2018 oder in diesem Sommer schon, ist jetzt der nächste ehemalige Knappe gewechselt. Denn es war bereits absehbar, Sead Kolasinac hat seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert und ist nun ablösefrei zum FC Arsenal gewechselt. Bei den Gunners ist er auf jeden Fall zusammen mit Nacho Monreal und Kieran Gibbs auf der Linksverteidigerposition beheimatet, beziehungsweise kann ja auch im linken Mittelfeld spielen, hat auf jeden Fall einiges an Konkurrenz, spricht dafür, dass Arsenal einen der Linksverteidiger abgeben würde. Ich bin gespannt, wen von beiden, vielleicht bin ich da auch nicht auf dem ganz aktuellen Stand, ist auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung und ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass er zu Arsenal geht. Er selber sagt,
gesagt, dass ihm der Wechsel schwer gefallen ist, was ich auch glaube, er kam ja aus der eigenen Jugend. Was man dazu sagen muss, man weiß nicht, wie lang die Vertragsdauer ist. Es soll ein langfristiger Vertrag sein, aber genaue Informationen darüber hat man nicht gefunden. Immerhin die Ablösesumme wissen wir, und zwar null. Denn, wie gesagt, er ist ablösefrei. Bitter für Schalke, und für die wird es ganz, ganz schwierig. Schreibt mir in die Kommentare, glaubt ihr, dass Schalke irgendwie aus diesem Loch rauskommt und vor allem neue Spieler verpflichten kann? Sie spielen nicht international, sie haben irgendwie keine wirklichen Argumente momentan, und auch mit dem Trainer läuft es ja nicht sonderlich gut. Gerade Jeffrey Konoplyanka hat ja extreme Probleme gehabt jetzt mit Weinziel und hat auch öffentlich ihn kritisiert bzw. fast schon angegriffen. Ich bin momentan ein bisschen unsicher, ob Schalke aus diesem Loch in der nächsten Saison so schnell wieder rauskommt. Aber schreibt mal in die Kommentare. Allgemein in die Kommentare könnt ihr mir auch gerne eure persönlichen Transferwünsche bzw. Transferspekulationen schreiben für euren persönlichen Verein. Analysiert mal die Kader bzw. analysiert mal die Position, die ihr braucht in eurem Verein. Ja? Wenn ihr jetzt Freiburg-Fan seid, wenn ihr Lautern-Fan seid, wenn ihr Bayern-Fan seid, einfach mal reinballern und glauben, wer könnte kommen, wer könnte gehen, würde mich extrem interessieren und wird natürlich für die nächsten Wochen noch relevant, weil ich immer wieder darauf eingehen werde, weil wir sind in der Transferphase und das ist mit die geilste Zeit des Jahres, gerade weil so viele coole Spieler wechseln. Über Hannover 96 werde ich auch noch kurz reden in diesem Video, denn natürlich darf das nicht zu kurz kommen hier auf dem Kanal, ihr wisst Bescheid, ich bin 96-Fan und das wird natürlich auch in die News mit einfließen, aber zunächst einmal haben wir noch ein paar andere Transfers, die man verkünden kann, und zwar einmal wechselt Pepe von Real Madrid weg. Nach 10 Jahren also hängt Pepe seine Schuhe zumindest bei Real Madrid an den Nagel, sein Vertrag läuft aus, wird nicht verlängert. Pepe hatte zuletzt öffentlich gesagt, dass der Verein ihn nicht sonderlich gut behandelt habe in den letzten Monaten, allerdings ist das natürlich kein Nachtreten von Pepe. Ich denke mal, der ist relativ glücklich über die Zeit, die er bei den Madrilenen hatte, und wird jetzt seine Karriere woanders fortsetzen, wohl nicht in der Liga BBVA, sondern eher in Frankreich oder Italien. Inter Mailand ist interessiert, ein Wechsel war länger spekuliert worden, allerdings ist jetzt momentan so ein bisschen PSG im Rennen vorne. Es scheint so, als ob die Pariser, nachdem sie ja bereits Pierre-Emerick Aubameyang auf dem Zettel haben, den nächsten Hochkaräter verpflichten könnten, denn auch wenn Pepe mittlerweile alt ist und nur noch einen Marke von 5 Millionen Euro hat, der hat auf jeden Fall einiges an Qualität, das hat er in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, auch in dieser Saison hat er sehr, sehr stark gespielt, bis zu seiner Verletzung, die durch Toni Kroos zugefügt wurde, und ich denke, er kann der Defensive von PSG auf jeden Fall weiterhelfen, gerade wenn Thiago Silva eventuell doch wechseln sollte. Und Real gibt gleich noch einen weiteren Verteidiger ab, und zwar, naja, was heißt abgeben, verleihen, zumindest steht es im Raum, und zwar Lienhardt, den kennt man eventuell aus dem Karrieremodus von FIFA normalerweise nicht, der allergrößte Name, ist ein Österreicher, der aus der eigenen Jugend kommt, ich glaube zumindest aus der eigenen Jugend kommt, und nicht so wirklich die Chancen gesehen bzw. bekommen mal bei Real Madrid und dementsprechend sein Glück jetzt wahrscheinlich beim SC Freiburg versuchen würde, ja. Real in den letzten Jahren ja einige Leihgeschäfte gemacht, beispielsweise haben sie Mascarell verliehen, beispielsweise haben sie Jesus Vallejo verliehen, Borja Mayoral zuletzt ja auch, Andi Wölfe aus Wolfsburg, und jetzt wird Lienhardt vielleicht der nächste große Coup, vielleicht entwickelt er sich genauso, vielleicht wird das auch ein ganz großer, bei Carvajal damals hat geklappt, und ich denke mal auch gerade bei einem Jesus Vallejo kann man das sehen, gerade wenn sie den abgeben, Vallejo zurückkommt, Pepe ist weg, sie haben eine sehr, sehr starke Verteidigung, muss man ganz ehrlich sagen, mit Nacho, Ramos, dazu noch Varane, den ich ja persönlich unglaublich stark finde, und eben Vallejo. Obwohl sie nicht mal viel Geld jetzt ausgegeben haben, beziehungsweise noch nicht diesen Sommer, gerade nicht für die Defensive, sieht das ziemlich, ziemlich stark aus bei Madrid. Und der letzte kleine Wechsel, das habt ihr euch auch gewünscht, ich soll auch über die zweite Liga reden, auch wenn das natürlich ein bisschen schwieriger ist, weil da nicht so die großen Sachen passieren. Allerdings hat sich Heidenheim einen neuen Spieler geangelt, und zwar Kolja Pusch von Regensburg, dem Aufsteiger, der in der Relegation gegen 60 gewonnen hat. Pusch auch mit dem Tor im zweiten, also im Rückspiel in München. 24 Jahre alt, zentraler Mittelfeldspieler. Hat mir persönlich in diesen beiden Spielen sehr gut gefallen und wechselt jetzt halt eben zum nächstgrößeren Verein, auch wenn das nicht wirklich Sinn ergibt, weil Heidenheim halt eigentlich nicht sonderlich groß ist, sondern recht klein. Aber mal sehen. Ich denke mal, für den ist es ein ganz guter Schritt, zu einem etablierten Zweitligisten zu wechseln. Ich bin gespannt, was da passiert, und ich bin gespannt vor allem, wie Regensburg den Umbruch schafft, wie viele Spieler die abgeben müssen und ob die vielleicht nächstes Jahr so das Würzburg werden, das eventuell oben angreift und dann am Ende doch einbricht und absteigt. Schreibt mal auch dazu eure Meinung in die Kommentare. Und zu guter Letzt reden wir noch ein bisschen über Hannover 96 und die Transfers, die in den letzten Tagen so ein bisschen thematisiert wurden. Horst Held hat ja gesagt, dass man sich auch vorstellen könnte, 10 Millionen für einen Spieler auszugeben. Das wäre doppelt so viel wie die maximale Summe, die Hannover 96 bisher jemals für einen Spieler, das war Rosselu damals, investiert hat. Zwar haben sie bei dem auch eine ordentliche Ablöse von Stoke kassiert, aber trotzdem sind 10 Millionen für Hannover 96, auch wenn der Verein finanziell gesund ist, eine Menge, Menge Geld. Martin Kind hat auch schon zurückgerudert und hat gesagt, 10 Millionen ist jetzt nicht so unbedingt das, was er sich vorstellt, und was Martin sagt, das wird meistens auch gemacht, und ich finde das ehrlich gesagt auch vernünftig, weil 10 Millionen sind viel zu viel Geld und das dürfen wir auf keinen Fall irgendwie risikobehaftet rauswerfen. Allerdings gibt es einige Namen, die im Raum stehen, die ganz interessant sind. Beispielsweise haben wir ja bereits einige Spieler verpflichtet. Der nächste, der wahrscheinlich kommen wird, ist Julian Korb von Borussia Mönchengladbach. Ich freue mich sehr darauf, wenn der kommen sollte. Ich denke mal, das ist ein guter Transfer für die rechte Seite, der Oliver Sorg ordentlich Druck machen wird, beziehungsweise denke ich, sogar vor die Nase gesetzt wird. Vielleicht steigert das die Leistung von Sorg. Auf jeden Fall haben wir damit ein Upgrade auf der rechten Seite. Das ist, denke ich, außer Frage. Im Sturm gibt es einige Kandidaten.
Stammkandidaten, obwohl ich denke, dass es eigentlich gar nicht so klug wäre, so sonderlich viele Stürmer zu holen. Wir haben mit Hanik und mit Füllkrug zwei, die auf jeden Fall Startelf-Potenzial haben. Wenn wir Doppelspitze spielen wollen, brauchen wir natürlich Ersatz. Aber noch ist Ben Schopp da, den ich auch ungern abgegeben sehen würde. Dazu gibt es einen Elias Huth aus der Jugend und auch Babacar Gaye kehrt voraussichtlich von seiner Leihe von Sulte Waagerend zurück und hat sich da auch ganz gut gemacht. Gerade Huth und Gaye würde ich gerne sehen, dass sie eine Chance bekommen in der ersten Liga, auch wenn sie natürlich jung sind und das Potenzial erstmal aufgehen müsste. Aber das hat bei einigen Zweitligisten in den letzten Jahren geklappt. Warum also nicht auch bei diesen beiden? Und gerade bei Huth hoffe ich einfach, dass der seine Chance und seine Einsatzzeit bekommen wird, weil ich den persönlich sehr sympathisch finde und er in der U19 eine sehr, sehr gute Leistung bzw. sehr, sehr gute Leistungen gebracht hat. Weitere Namen stehen aber auch im Raum und zwar auch etablierte Bundesligaspieler. Einer, der in den letzten Jahren nicht so gut war und einer, der gerade zum Saisonende hin immer stärker wurde in meinen Augen, Ante Rebic. Frankfurt hat die 3,2 Millionen Klausel nicht für Rebic gezogen, 96 ist jetzt genau wieder an Bremen interessiert, allerdings hat Baumann das Interesse dementiert. Dementsprechend wäre der Wechsel bzw. die Tür für einen Wechsel relativ offen. Ich bin gespannt, ob sie es machen, ich könnte es mir zumindest vorstellen. Dazu gibt es noch den Namen Franco Di Santo. Di Santo war bei Bremen bekanntermaßen richtig, richtig stark, hat alles zerschossen und das bei Bremen, muss man mal dazu bedenken, dann zu Schalke gegangen und bei Schalke relativ untergegangen. Das passiert einigen, auch Konoplyanka konnte bei Schalke ja nicht sein Potenzial entfalten, gegen 96 hat Di Santo trotzdem getroffen und ich fand ihn bei Bremen gut. Bei Schalke nicht, aber ich glaube, dass der theoretisch an sein Potenzial anknüpfen kann und dass er 96 weiterhelfen kann, einfach weil er die Liga kennt und international erfahren ist. Ich denke also, es wäre kein schlechter Transfer, aber ich bin für ehrlich gesagt alles offen, weil ich geil finde, wie Hostel die Saison extrem viel gute Arbeit leistet und gerade auch mit Vertragsverlängerungen um sich wirft, die sinnvoll sind und nicht irgendwie so wie bei Königsmann, der jetzt nach Fürth abgewandert ist, unser Torwarttalent, was aber auch der richtige Schritt definitiv war. Ich bin gespannt, wohin Radlinger verlängert, wohin Radlinger verliehen wird oder verkauft wird, nachdem wir jetzt Esser und Schauner, also zwei Stammkeeper, bereits im haben. Allgemein finde ich Schwachsinn, dass Horst Held die ganze Zeit kritisiert wird von so vielen, dass er nur den Müll von Schalke holen würde. Wir haben bisher echt gute Transfers gemacht. Und nur weil Aogo und Sam Gerüchte waren, heißt es noch lange nicht, dass der seine ganzen ehemaligen Flops holt. Zumal das auch nicht heißt, dass bei 96 alle floppen werden, weil der Hannover hat ein einfacheres Umfeld als Schalke, definitiv. Naja, schreibt mir zu allen Themen eure Meinung in die Kommentare. Das war's von dieser Episode der MGT News. Sollte eine kurze werden, ist nicht kurz geworden. So ist das manchmal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt die Links in der Beschreibung. IG wollt natürlich OneFootball und natürlich auch meine Social Media Links, Instagram, Twitter und Facebook. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.